So, in der ersten Phase möchte ich, dass dieses Pferd mir Aufmerksamkeit gibt, indem ich willkürlich meinen Standort verändere und ihm Grund gebe, sich an mir zu orientieren. Ich reagiere nicht mehr auf ihn, da hat er mich angerempelt. Lass ihn ins Seil laufen, dann lernt er aufzupassen. Also er achtet nicht auf mich. Ich pralle an ihm ab, gerade an der Schulter. 12 Zentner gegen 1,5 Zentner, ungleiches Verhältnis. Ich habe ihm jetzt gerade Gelegenheit gegeben, auf mich Acht zu geben. Und er ist bei mir, so gut er kann, mental, und beginnt das zu verarbeiten. Er schaut die Schafe an, ich will seine Aufmerksamkeit bei mir haben. Er schaut die Schafe an, ich will seine Aufmerksamkeit bei mir haben. Das ist die Grundlage, auf der sich alles andere später aufbauen kann. Das nächste, was ich erarbeiten möchte, ich möchte ein Auge und ein Ohr bei einem minimalen Impuls, also mit einer Reizsteigerung, fein, mittel, deutlich, energisch, wollen wir das Ganze einstudieren. Ich gebe ihm Gelegenheit, da oben zu den Hühnern zu schauen, die sind genauso interessant wie die Schafe. Aha, ich habe gerade nur in der klaren Konsequenz fein, mittel, deutlich hier unten Signale gegeben und er lernt hier wieder, aha, besser gleich auf das erste flüsternde, freundliche Signal reagieren. Und jetzt wollen wir einige Grundmechanismen erarbeiten, die auch immer in einer neuen Situation beim Satteln oder beim Führen des Pferdes in fremder Umgebung wichtig sind, dass er präzise pro Signal mir einen Schritt gibt, dass er abwartet, Kontakt, Impuls, Reaktion. Dieses Prinzip wollen wir nachher in die reiterlichen Einwirkungen mit übernehmen, um immer dann, wenn das Pferd durch Außenreize abgelenkt ist, es wieder relativ schnell in die Hilfen hineinzubringen, den Hilfenrahmen, und dann durch ein normales Reitprogramm relativ schnell wieder in die Gelassenheit zurückzuführen. Ich möchte nachher mit den Schenkelhilfen durchkommen. Deswegen arbeite ich jetzt an zwei Punkten. Am Kopf habe ich gearbeitet, Kopf bleibt bei mir, und ich bringe den Rippenkasten des Pferdes heraus über touchierende Impulse, bis ich eine Seitwärtsbewegung bekomme. Das ist später die Schenkelhilfe, die innere. Ich kann damit vermehrt auf die Schulter wirken, um im Vorderbein mehr die Reaktion zu bekommen. Ich kann mehr auf die Hinterhand wirken, hinten kreuzen, ohne dass er wegläuft, sondern dass er zum Stillstand kommt. Also Motorik aktivieren, Bewegung aktivieren bis zum Stillstand, sodass er nicht nach oben herausschießt oder nach vorne. Über die Schulterkontrolle lasse ich ihn erstmal von mir weg, um mich herumgehen und meinen Individualbereich respektieren. Genau, lass ihn hinten kreuzen. Zunächst im Vorwärts, möchte aber dahin kommen, dass ich ihn auch anhalten kann. Kreuzen, stehen lassen, wenden in die andere Richtung. Wichtig ist, dass ich in der treibenden Position bleibe und sich auch rechts nach und nach eine grundsätzliche Biegungsbereitschaft im Mittelbereich zeigt, also er dem rechten Schenkel später genauso nachgiebig sein wird wie dem linken. Und halten. Ich bestimme den Zeitraum des Haltens. Leckbewegung. Ah, hier hat er sich selbstständig entschieden, vorwärts zu gehen. Erarbeiten wir das. Hoch. Warten. Warten. Ihr lernt als nächstes jetzt zu warten, bis ich wieder den Weg freigebe. Am inneren Schenkel halten, einmal von hinten durchstreifen mit der Wade, mit dem Sporn aufs äußere Vorderbein. Jawohl,
kurz an die Hand stellen und wieder rauslassen, dass er weiß, ich bin da und passe auf oben. Jockey schläft nie. Langsam, langsam, langsam. Sehr schön.